30. September 1989. Es war die Zugfahrt ihres Lebens. Es war die Hoffnung auf Freiheit. Es war der Beginn eines der bedeutendsten Ereignisse deutscher Nachkriegsgeschichte. In zwei packenden Dokumentationen reisen wir 25 Jahre zurück. Wir rekonstruieren am Sonntag die historische Flucht über die Prager Botschaft mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial und fragen am Dienstag, was ist aus den Menschen von damals geworden? Zug in die Freiheit. Was geschah in jenen Tagen? Am Sonntag um 20.15 Uhr. Und am Dienstag 22.05 Uhr. Mein Zug in die Freiheit. Was wurde aus den Prager Botschaftsflüchtlingen? Hier im NDR. Es gab wohl niemanden, der das Klischee vom grauen November heute irgendwo vermisst haben dürfte. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu MDR Aktuell. So warm wie heute sind wir in den letzten Jahrzehnten selten in den 1. November gestartet. Es gab Sonne pur und schon fast sommerliche Temperaturen, auch in unseren mitteldeutschen Breiten. Stahlblauer Himmel im Erzgebirge, dazu Werte um die 20 Grad. Das fast frühlingshafte Wetter lockte an diesem Herbsttag viele in die Natur. Sogar Biergärten und viele Ausflugslokale hatten teilweise noch geöffnet. Selbst auf dem Pöhlberg bei Annaberg Buchholz in 834 Metern Höhe reichte es für kurze Ärmel, Sonnenbrillen und auch kühle Getränke. Die Krisenherde in aller Welt haben auch dem Programm des 57. Leipziger Doc-Film-Festivals ihren Stempel aufgedrückt. Die Umbrüche in der Ukraine, der Krieg in Syrien, die Folgen der arabischen Revolution – all das fand sich wieder in den 80 Filmen, die diesmal im Rennen waren um die begehrten goldenen und silbernen Tauben. Heute Abend wurden die Preisträger des diesjährigen Festivaljahrgangs gekürt. So sehen Sieger aus. Während wir drehen, wissen das die Filmemacher bloß noch nicht. Ja, würde schon was zu gewinnen, ja. Es ist schön, dass wir haben wirklich super Vorführungen hier. Das war ganz super Atmosphäre hier. Also das hat uns gefreut, hier dabei zu sein. In diesen Minuten jedenfalls bekommen die Wahlberliner eine der goldenen Tauben aus Meißner Porzellan. Ihr Film Domino-Effekt hat den deutschen Wettbewerb der 57. Doc-Woche gewonnen, auch wenn er im fernen Abchasien spielt. Früher gehörte der Landstrich zu Georgien, heute ist er unabhängig, mehr oder weniger. Es ist gleichermaßen ein Film über die Liebe des Sportministers zu seiner russischen Frau, als auch Zeitgeschichte und damit Metapher für vergleichbare Regionen im Umbruch. Solange wir nicht uns an den Menschen nähern, und die Herausforderungen, die Probleme der Einzelnen uns nähern, werden wir das Land auch nicht verstehen. Heute kommt bestimmt noch einer dazu, keine Frage, da kommt noch was. Recht haben die beiden Franzosen, 2009 waren sie schon mal große Abräumer in Leipzig, jetzt gibt's schon wieder eine goldene Taube im renommiertesten, dem internationalen Wettbewerb. Ihr Film, die Regeln des Spiels, begleitet drei junge Leute auf ihrem mitunter ziemlich absurden Weg ins Berufsleben. Stifter der begehrtesten Taube ist übrigens der MDR, nur eins unter vielen Bekenntnissen zum Dokumentarfilm und zum Leipziger Festival. Sie haben den richtigen Begriff schon verwandt, es ist symbolträchtig. Das ist ein deutliches Zeichen, dass wir zu diesem Dokumentarfilm stehen und dass wir auch dafür was tun wollen. Und deswegen in der Tat ein Preis für den internationalen Dokumentarfilm. Das ist von allen Filmen auch der am heitersten daherkommt und versucht sozusagen aus der Geschichte, die ja eine ernste ist, die er erzählt und die ja erstaunlicherweise nur in diesen scheinbar nichtssagenden Büros stattfindet, er zieht daraus eine Wärme und eine Menschlichkeit, die ich ganz, ganz toll finde. Das muss man erst mal hinkriegen, ja. Das ließe sich auch übers Festival sagen. Schon wieder hat es alle Publikumsrekorde gebrochen. Auch sein Verdienst. Nach 10 Jahren verlässt Klaas Danielsen, der Chef, die Bühne. Die neue kommt aus Finnland und heißt Lena Pasanen. Am letzten Wochenende in Chemnitz kam es noch zur Auseinandersetzung bei Protesten zur Unterstützung der Kurden im fernen Kobane. Heute gingen nicht nur in ganz Deutschland, sondern in ganz Europa wieder zehntausende Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit den eingeschlossenen Menschen in der syrischen Grenzstadt zu demonstrieren. Widerstand, der auch in Leipzig friedlich blieb. Burcu Arslan lebt seit 9 Jahren in Leipzig. Die 26-jährige Kurdin stammt aus der Türkei und hat bereits die 4. Demonstration mit organisiert.
Dringender als je zuvor bräuchten Kobane und die kurdischen Kämpfer dort Solidarität, sagt sie. Natürlich musste ich das halt alles verfolgen. Wir brauchen Informationen. Aber ich bin, ich gucke ungern jetzt Fernseher, auch Nachrichten. Jedes Mal, wenn ich Fernseher anmache, möchte ich wirklich nicht blutige Menschen, Kinder, Frauen im Fernseher sehen. Und dann fühle ich mich natürlich als Mensch ganz schlecht. Ortswechsel nach Kobane. Ein seltener Moment an diesem Morgen. Von einer kleinen Anhöhe aus beobachten Türken die von IS-Milizen eingekesselte Stadt. Nur ein paar Schritte entfernt, gegenüber in Syrien. Dort drüben in Kobane ist es still. Nach wochenlangen Kämpfen fielen heute keine Schüsse. Kurdische Kämpfer konnten in der Nacht einen erneuten Angriff der IS-Terrormilizen zurückschlagen.